gehört nicht zu mir. Und wenn ich schon einmal die Gelegenheit habe, jetzt wirklich an den Ort zu kommen oder hinzugehen, wo meine Eltern herkommen, dann gehört das auch dorthin und nicht in die Schweiz und schon gar nicht in meinen Graben und schon gar nicht mir aufgebürdet. Also für mich war das ein Ziel, auch irgendwie diese transgenerationale Vererbung zu unterbrechen. Und ich habe dann auch dadurch verstanden, wie gewalttätig und wie brutal jemand wird, der mit einem Kriegstrauma, das er nicht verarbeitet hat, nachher auf die Kinder losgeht. Und ich sehe das heute in den Therapien, wenn ich mit Deutschen arbeite, bis in die vierte Generation, wie der Zweite Weltkrieg einen Einfluss hat auf deren psychische Belastung und psychische Probleme, die sie haben. Das ist brutal. Mhm. Und als zweites Ziel habe ich gesagt, wenn man solchen Übertragungen und Projektionen ausgeliefert ist, dann sind die Eltern für das Kind unbekannte Personen, die sind meilenweit entfernt, die sind wie Mondmenschen. Du hast im Prinzip, ich würde mal im übertragenen Sinne sagen, keinen haptischen Bezug zu diesen Eltern. Die sind für dich fremde Personen. Und ich war erschreckt, als ich in Polen ankam und realisierte, meine beiden Eltern sind im Prinzip für mich das ganze Leben fremde Personen. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich habe auch keine Gefühle gehabt irgendwie. Ich habe schon gedacht, ich habe sie gern, aber eine echte Bindung oder eine echte Zuneigung oder Zuwendung auch immer so ist dir wie versperrt. Und ich habe gesagt, ich möchte eine emotionale Beziehung zu meinen Eltern aufnehmen. Auch wenn ich noch so geschlagen oder gedemütigt wurde, ich möchte meine Eltern zum ersten Mal, auch wenn sie schon seit Jahren tot sind, lebendig spüren. Als lebendige Menschen, aus Fleisch und Blut. Das ist das zweite Ziel. Das dritte Ziel, ich möchte meine Eltern symbolisch dort begraben, wo sie herkommen. Und alle drei Ziele habe ich erreicht. Und deshalb wird dieser Film natürlich grandios. Wie die Irenka, die im Prinzip mir das psychische Immunsystem als Kleinkind mit auf den Lebensweg gegeben hat, ist mir das gelungen. Und sie hat mich begleitet wie früher. Und diese ganze Geschichte hat natürlich eine irrsinnige Dramatik. Und was mir auch gelungen ist, jetzt vollständig die gesamte, auch Kriegserfahrung meiner Eltern auf meine Art psychologisch. Ich habe ja gelernt im Laufe der letzten 40 Jahre, bei Menschen die Biografie zu rekonstruieren. Ich komme mir vor wie ein Archäologe, 5 Scherben reichen und danach setzt du die Vase zusammen. Dann hast du die ganze Vase. Und so habe ich das auch mit meinen Eltern gemacht. Und es war interessant, wir hatten als Berater 2 Historiker. Und wir sind dann in die Archive und natürlich durch die neuen Gesetze in Polen, dass man in den Knast geht, wenn man einen Polen beschuldigt, mit der Gestapo kooperiert zu haben, da gehst du sofort in den Knast. Also das war für uns versperrt, also die Archive glichen Hochsicherheitstrakt, waren Soldaten mit Maschinengewehr, die haben wir aber nicht aufgenommen, sie haben über meinen Vater gar nichts gesagt. Wir haben aber Teile gefunden, wo ganz klar ist, mein Vater war der Erpresser meiner Mutter.
Und meine Mutter hat überlebt, indem sie ihn verführt hat. Also das ist Stockholm-Syndrom hoch 10. Mhm. Und sie ist dann nachher geflüchtet mit ihrer Schwester und war in Krakau, hat studiert. Und nach dem Krieg sofort haben die Stalinisten in Polen das Ruder übernommen. Und natürlich hat Stalin herausgegeben, die Maxime, dass Juden wieder verfolgt werden sollten. Und das fand in Polen auch statt. Du hast wieder nach dem Krieg unmittelbar aus stalinistischer Sicht Pogrome gehabt. Und diese Pogrome haben natürlich meiner Mutter irrsinnig Angst gemacht. Und dann ist sie von Krakau an die Universität Lodz. Und wer war dort an dieser Universität Lodz? Der Andrzej Miller. Und er war verliebt. Und mein Vater, also mein zukünftiger Vater damals, wurde vom Erpresser, der meine Mutter in Lebensgefahr brachte, zum Retter meiner Mutter. Weil er hat für meine Mutter und für sich zwei Stipendien für die Universität Basel besorgt. Und interessant ist dann auch, was wir sonst noch herausgefunden haben, dass mein Vater dann in der Schweiz als Spion und als nachrichtendienstlicher Mensch neben dem Studium und der Promotion mit meiner Mutter eigentlich Spionage und nachrichtendienstliche Tätigkeit für den Stalinisten betrieben hat. Zuerst die Nazi, dann die Stalinisten. Und im Polenmuseum hatte da, das war unter polnischer Ägide im Schloss Rapperswil, da haben wir gewohnt, da hat er dann auch spioniert und es gibt einen Bundesgerichtsentscheid, der das Schloss Rapperswil, das Polenmuseum, geschlossen hat wegen nachrichtlicher dienstlicher Tätigkeit. Und sie wollten, dass mein Vater mit der Familie nach Polen zurückkehrt. Hat er sich geweigert. Und in der Schweiz sind sie dann immer sehr glücklich, wenn ein Kommunist sich vom Kommunismus absetzt. Also das heißt, den negiert. Und so wurde ich mit 3 Jahren ein anerkannter Flüchtling in der Schweiz. Und sie schafften es, 7 Jahre später Schweizer Bürger zu werden. Und stell dir vor, am Schluss der Karriere, mein Vater wurde Professor an der Handelshochschule St. Gallen. Und gleichzeitig einer der wichtigsten Chefbeamte in der eidgenössischen Bundesregierung. Er unterstand direkt dem Bildungsminister. Also du siehst, er hat eine sehr opportunistische Karriere hinter sich. Und meine Mutter ist von dieser ganzen Geschichte nie losgekommen. Und das Interessante war, kaum war mein Vater gestorben, dann bin ich der Erpresser geworden, hat sie allen Leuten erzählt hinter meinem Rücken, ich würde sie um Geld erpressen und würde sie verfolgen, was nicht stimmt, was ich nie gemacht habe. Aber so habe ich für mich nochmals ganz tief in den Abgrund hinuntergeschaut.